Der reformierte Pfarrer und Spitalseelsorger Leonhard Joost schildert aus seiner Sicht die seelischen Folgen des Attentats. Es scheint jeder von uns in einer extremen Bedrohung so mit einem Thema umzugehen, wie es ihm am nächsten liegt und wie er es für sich machen muss, damit es aushaltbar ist irgendwie. Mir kam das so vor, wie die Leute haben etwas Ungeheuerliches erlebt, aber es ist noch im Bereich des Ungeheuerlichen. Es hat sich noch nicht in ihrem Bewusstsein zusammengesetzt, was dort auseinandergerissen wurde. Es kam mir vor, ich sehe so gleichsam das Loch, das geschlagen wurde, in das Bewusstsein, in den Geist, in die seelische Befindlichkeit, einfach ein durchlöcherter Zustand, der offenbar zuerst so wenig wehgetan hat, wie die Schusswunden nicht wehgetan haben. Es war für mich erstaunlich, dass Hans-Peter Uster mir beispielsweise erzählt hat, dass er den Einschuss nicht als etwas erlebt hat, wie wir uns gemeinhin wohl einen Einschuss in unseren Körper vorstellen, mit einem gewaltigen, zerreißenden Schmerz. Nein, so ein kleiner Klatsch. Und das war's dann auch, und dann das Blut. Und irgendwo so unter dieser Haube, unter diesem Schutz, den wir uns auf der biologischen Ebene mit Endorphinen geben, den scheinen wir uns auch irgendwo psychisch zu geben, bis dann irgendwo das Ganze in die Wahrheit der Wirklichkeit hineinwächst und sich zusammensetzt. Ich habe heute, und das ist jetzt 2 Wochen vorbei, mit Hans-Peter zum Beispiel darüber noch einmal gesprochen, und er sagt, gewisse Dinge setzen sich mir erst jetzt allmählich zusammen. Und das ist die Art, wie ich das erlebt habe bei Betroffenen. Im Tagesanzeiger habe ich, glaube ich, den Titel gelesen, vom Verlust der inneren Sicherheit. Ich habe diesen Titel enorm sinnig gefunden, weil er doppeldeutig ist. Er spricht genau die beiden Ebenen an, auch meiner Wahrnehmung. In der Tat, es ist auch innere, subjektinnere Sicherheit verloren gegangen. Ich habe so den Eindruck, dass auf der psychischen Ebene ein ganz tiefer Riss durch die Bevölkerung geht. Ich spüre, dass die Leute in dieser Auseinandersetzung plötzlich in Kontakt kommen zu ihren Ängsten, zu Ängsten, die sie so nicht vermutet hätten, zu Ängsten, von denen ich glaube, die sind durch dieses Ereignis erst überhaupt in ihnen wach geworden und bewusst geworden. Und dass in der Tat so etwas zu spüren ist wie, unser Leben ist ein unsicheres geworden. Bis hin zu, auf diesem Planet lebt sich nicht mehr sicher. Frage, wo fahren wir nächstes Jahr in die Ferien hin? Schon hast du es, schon bist du mittendrin. Also eine große Verunsicherung, eine für mich noch nie so spürbar gewordene innere Angst und Unsicherheit, wie tragfähig denn es sich heute noch leben lässt. Hier in diesem Land, aber auch auf der ganzen Welt. Und damit psychologisch gesehen auch ganz klar die Auseinandersetzung mit, was eigentlich ist in mir meine Sicherheit? Wo stehe ich da in mir angesichts so einer Bedrohung? Wie kann ich mit mir selber leben angesichts dieses Bedrohungspotenzials, das ich jetzt wahrnehme? Es ist da, es zeigt sich in unseren Gesellschaften. Ich habe fest den Eindruck, dass wir uns selber belügen, wenn wir glauben, wir kämen am der Frage des Täters irgendwo vorbei. Das sind ganz ähnliche Fragen, wie wir sie aus der Psychologie der Familien kennen. Also wenn wir in unserem Leben nicht eines Tages auch dem Vater oder der Mutter vergeben können, erinnern tun wir uns eh, aber vergeben können, die uns vielleicht das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben, unter denen wir möglicherweise sehr gelitten haben, dann werden wir einfach nicht weiterkommen. Und ich glaube, dass dies nicht nur für jetzt so nahestehende Menschen gilt, sondern auch für einen Menschen, der uns in Bezug auf die Tat sehr, sehr nahe steht, denn er ist der Mörder
meiner Mutter, meines Vaters oder meiner Lebenspartnerin oder meines Lebenspartners. Ich denke, dass es ganz enorm wichtige Dinge sind, dass wir weitergehen können. Dazu müssen wir irgendwo zu etwas auch Ja sagen. Eines Tages auch, wenn es ganz klar ist, dass das Natürliche, die natürliche Reaktion das zuerst mal einfach nicht kann. Aus diesem Grund fand ich diese Verschiebung des Datums sehr sinnig. Aber zur Heilung gehört auch, dass der Schatten, dass die dunklen, die schweren Dinge, die wir ablehnen, auch die müssen irgendwo reingehören dürfen, sonst wird das Ganze nicht ganz, sonst wird es nicht heil, sonst können wir es nicht abschließen, sonst ist da immer noch ein Überhang von etwas, das eigentlich reingehört.